Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Und ich habe gerade wieder so einen halben Schock fürs Leben gehabt, weil da steht plötzlich Hodari. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was macht der denn hier? Altes Haus. Du willst mich nicht heiraten oder in Beziehung mit mir, aber du tauchst plötzlich hier auf. Warum? You need something? Will er mir jetzt nicht sagen. Zumindest nicht auf Deutsch. Irgendwas will er zurückzahlen. Ach so, er wollte mir nur. Nein, oder? Och Sure. komm, ich hatte gehofft, unsere Beziehung könnte sich ein bisschen verbessern. Bleib doch hier. Bleib doch hier, Hodari. So werde ich dich nie heiraten können. Kann man eigentlich heiraten? Also ich weiß, man kann eine Beziehung haben, aber ob man heiraten kann, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber dadurch hat sich jetzt unsere Beziehung, nee, nicht verbessert. Das ist sehr, sehr schade. Na gut, muss ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Dann werden wir direkt mal. Wir haben zwar noch früh am Morgen, aber wir werden dann direkt mal schauen, ob. Ach so, der ist wahrscheinlich wieder nicht in diesem Bereich, ne? Also zumindest noch nicht. Ob unser Bogenschütze, unser Jäger hier ist? Nee, ist er nicht. Da muss ich mal eben zum anderen Bereich gehen. Das dauert dann leider noch einen kleinen Moment. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf, weil ich die ganze Zeit Hodari jetzt im Kopf habe. Hassian, genau. Mit Hassian haben wir nämlich noch eine Quest auf. Danach haben wir ja leider im Moment noch nicht so wirklich was. Also wir müssten das mit den Kristallseelotus machen, aber dazu muss ich dann wieder farmen gehen, weil ich leider keine mehr habe. Weil ich ja so doof war und ganz viele hatte, also zumindest 7 hatte ich schon. Und ja, ich doof habe dann eine ganze Runde Anglergebräu davon gemacht. Und jetzt habe ich irgendwie keine mehr. Ja. Was hüpfen die jetzt hier alle rum? So, warte mal. Den nehmen wir erstmal. Obwohl, ich würde sagen, wir nehmen erstmal. Ach, sie schläft noch. Erstmal kurz zu Dari, dass wir mit ihm reden können. Warum sind die hier vorne alle und hüpfen hier alle rum? Ich muss es nicht verstehen. Das nehmen wir auch nochmal direkt mit. Zack. Jetzt bin ich mal nicht auf Bäume aus. Ich würde natürlich auch direkt einen mitnehmen, wenn jetzt hier irgendwo gerade. Aber wir haben 7:30. Also ich habe es ja schon im letzten Video gesagt, wenn alles gut geht und ich das alles vernünftig geschnitten habe. dass diese Baumgruppen, nenne ich es mal. So habe ich es auch auf dem Blog geschrieben oder im Blog geschrieben, dass diese Baumgruppen, im Chat heißen die immer Groove, dass die immer um 12 Uhr kommen. Angeblich sollen die auch 12 Uhr nachts wohl kommen, aber das hat jetzt auch nicht viel gebracht, ne? Und ein Geschenk habe ich ihm schon gegeben. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Aber wir haben beim letzten Mal, also wo ich online war, habe ich dann festgestellt, dass das nicht 12 Uhr nachts funktioniert hat. Okay, sie ist immer noch am Schlafen. Wacht sie um 8 Uhr auf? Sonst würde ich da einen Moment noch warten. Ja, komm, wir machen erstmal die Quest mit Hassian. Das Problem ist, ich muss sie ja eigentlich auch leveln. Ich weiß nicht, wie hoch sie sein muss. Also mein Beziehungsstatus zu ihr, damit ich mit Hodari anbandeln kann. Das nehmen wir auch noch mal kurz mit hier, weil ich habe ja auch nicht mehr so viel Eisen jetzt. Man muss ja auch was tun. Und wenn man keine Lust auf Grinden hat, wie das so der normale Durchschnittsspieler nun mal nicht hat, also keine Lust drauf hat, dann muss man halt alles mitnehmen, was einen gerade so über den Weg läuft, in dem Moment, wenn man gerade dran vorbeiläuft. Also ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe es etwas bescheuert jetzt ausgedrückt, zugegebenermaßen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es tut mir leid, wenn ich hier irgendwas aufschrecke, was du gerade jagen wolltest. Ich stand da so mit dem Bogen. Ah, da ist er doch. Hassian. Guten Morgen, altes Waschweib. Du hast dich verbessert. Mach weiter so. Und wenn du das nicht schaffst, versuche deine Ausrüstung zu verbessern. Ja, das ist toll. Ich wollte aber mit dir reden. Hallo, was soll der Quatsch? Ah, jetzt. Nee, plaudern. Hä, wieso kann ich nur plaudern? Hä? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Jetzt habe ich keine Quest mehr, oder was? Leute?
Wo ist denn die Quest, die du mir versprochen hast? Ich muss noch viel über dein Volk lernen. You sure do talk a lot. Jo. Ich meine, ihr habt es ja eben selber gesehen. Hier waren Fragezeichen drin. Und ich habe ja auch die ganze Zeit ein Fragezeichen drin gehabt. Wenn ich auf Beziehungen war es, glaube ich, gegangen bin und runtergegangen bin. Hier steht, dass ich immer noch mit ihm sprechen kann. Ist nicht. Genau. Nee, Moment. Ich habe schon mit ihm gesprochen, heißt das, glaube ich. Ne? Genauso wie mit Hodari. Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Aber das Questzeichen ist irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung. Ja. Jetzt stehe ich wirklich dumm da, weil jetzt habe ich nämlich gar keine Quest mehr. Ich schaue noch mal zur Sicherheit. Der wird mir wieder abhauen, oder? Hm, gut getimt diesmal. Sehr schön. So, Mujin Mähne und Mujin Fleisch. Normalerweise würde das heißen, dass hier in der Nähe auch irgendwo die Bäume kommen sollten. Aber ich denke mal nicht, dass dem jetzt so ist. Aber wir können auch eben was mit einsammeln. Ich dachte gerade schon, da wäre noch so ein Viech. Das ist nochmal Eisen, das nehmen wir auch nochmal eben mit. Ja, es tut mir wirklich leid, ihr Lieben. Aber dann habe ich jetzt im Moment tatsächlich keine Quest mehr. Ich schau mal, ob ich Gänseblümchen oder Kristalllotus noch farmen kann. Allerdings wird das wohl eine Weile dauern. Also die Gänseblümchen, die Dornengänseblümchen, kann sein, dass ich die schon habe. Da müsste ich nachgucken. Aber der Kristalllotus, der, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt. Da könnte es ein Problem geben. Ich sag mal, bis gleich. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich erst wieder weiter reinschneiden, wenn irgendwas Aufregendes passiert ist oder eben ich eine neue Quest gefunden habe. Aber ich habe versucht, die Blumen zu farmen, was leider nicht funktioniert hat, weil es nicht genug gab. Um ehrlich zu sein, es gab nur 3 Blumen bisher, also da muss ich noch ein bisschen weiter machen. Jetzt bin ich hier dann doch mal im Shop gelandet und muss sagen, dass ich dieses Outfit gar nicht so schlecht finde. Ich habe mich sogar ein bisschen da drin verliebt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt die auch in unterschiedlichen Varianten. Also hier könnt ihr, das ist das, was... Das war gar nicht das, was ich jetzt anhatte, oder? Ich hatte das andere, glaube ich, an. Es gibt die in unterschiedlichen Farben und Varianten. Ich muss natürlich da mehr so auf rosa gehen, rosa-lila, weil... Wobei das jetzt, ja doch, hier unten ist auch lila drin. Halt wegen Gameplayerin, ne? Das ist ja klar. Und im Endeffekt, also das sind dann die anderen. Das finde ich auch ziemlich cool, so von den Farben her und so. Also das finde ich sehr geil, aber wie gesagt, das ist halt nicht meine Farbe. Wenn das so wäre und das hier noch irgendwie so lila, das wäre natürlich ideal gewesen. Das hier finde ich ein bisschen zu overdressed, weil halt dieses hellblaue, ich glaube, da komme ich mir vor, als ob ich nur noch... spacig rumlaufe. Und das hier finde ich cool von den Farben her, aber nee, muss nicht sein. So als Gameplayerin und dann so quietschbunt, ich weiß es nicht. Dann gibt es das nochmal in Rot, dann in so einer, ja, helleren Farbe, in so Matschgrün, sage ich mal. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, Moment, das war jetzt diese Farbe mit dem Knalligen, genau, das erste... Da habe ich mich so ein bisschen drin verliebt. Ich habe mir immer geschworen, dass ich kein Geld ausgeben werde bei diesem Spiel, weil es, also wenn es jetzt perfekt wäre, wenn jetzt die deutsche Übersetzung komplett wäre und man halt nur darauf wartet. Hoppala, das war mein Mikrofonarm. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wenn man nur darauf warten müsste, dass ja neue Quests kommen, aber ansonsten halt alles so ist, wie es jetzt ist und alles aber in Deutsch übersetzt ist, so wie es halt normal ist bei Spielen, die rausgekommen sind, egal ob in der Beta-Phase oder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube ganz offiziell sind wir noch in der Open-Beta. Ich weiß es nicht, oder es ist schon released worden offiziell, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich immer gesagt, dass ich kein Geld dafür ausgeben werde. Aber das hier ist so... Das zieht mich irgendwie an. Ich weiß nicht. Ich habe eins gesehen in einer anderen Farbe. Ich glaube, es war das hier oder das hier. Und ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich cool. Und ich will halt auch was tragen, was ein bisschen mehr Haut zeigt. Weil es ist halt langweilig. Wir haben zwar Winter, aber dann nur so rumlaufen mit alles oben, Pulli zu und so, das ist auch scheiße.
Und ich werde es jetzt tatsächlich machen. Ich werde mir jetzt die 1275 holen. Ich werde natürlich den Teil rausschneiden, wo es ans Bezahlen geht. Ach ja, stimmt. Wenn ich für deinen ersten Kauf von Palia Münzen... Ach ja. Wir kriegen ja ein Random-Tier. Oh, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Wir könnten theoretisch die beiden hier nehmen. Dann sind wir bei 13,50 Euro. Mindestens 3.000 ausgeben werde ich jetzt definitiv nicht. Deswegen ist mir das ziemlich egal. Hier haben wir ein bisschen mehr Bonus dabei. Das ist schon richtig. Aber dann haben wir natürlich auch 3 Euro mehr ausgegeben. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen. Was habe ich denn gesagt? 1.200... Oh, jetzt ist es wieder ganz raus. Wenn ihr wissen wollt, was das gewesen ist, ich gucke selber, das ist hier athletisch. Bei athletisch ist es drin. Und dann das erste. So, hier das. 1.275. Oh, halt, stopp. Ich wollte noch Währung hinzufügen. 1.275. Oh ja. Oh, das reicht, aber das reicht wirklich ganz, ganz knapp, um nicht zu sagen, das ist dann genau auf die Münze genau. Gut, ich habe auch nichts, wofür ich die Münzen ausgeben muss, muss ich dazu sagen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dann nehmen wir das mit 13,50 Euro, haben wir uns 3 Euro gespart. Und wie ihr seht, ich werde jetzt den Rest gleich rausschneiden, aber wie ihr seht, man kann mit einer normalen EC-Karte, nehme ich mal an, bezahlen per Cash-App. Ich nehme an, das sind diese Online-Services, dass man online direkt überweisen kann. Oder halt eben per PayPal. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Würde es nicht über PayPal gehen, würde ich hier nichts holen. Ja, und ich habe den ersten Kauf gemacht. Wir haben jetzt eine Sandpalkatze erhalten. Ich denke mal, dass man die grundsätzlich immer beim ersten Kauf bekommt, weil viele damit rumlaufen. Und ich glaube nicht, dass die alle extra diese Katze ausgewählt haben. Danke, dass du Palia unterstützt. Du findest deine Haustiere in deiner Sammlung. Sammlung öffnen wir noch nicht. Wir müssen erst noch den zweiten Betrag holen. So, und wir haben nun genau diese 1275, die wir brauchen, haben wir jetzt auch auf dem Konto drauf und klicken einmal auf Kaufen. So, Outfit ausrüsten oder zurück zum Kleiderschrank. Wir machen mal Outfit ausrüsten und ich habe jetzt nicht die Farbkombination, die ich haben wollte. Warum nicht? Wir hätten dann auch direkt die Farbkombination nehmen können, die ich ausgesucht hatte, aber das wollten sie ganz offenbar nicht. Kann man von hier aus eigentlich direkt... Kann ich das über den Premium-Shop machen, dass ich das wechsle? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich jetzt da reingehe, das ist mein Outfit und ich würde gerne diese Farbe hier haben. Nö. Ich dachte, es gibt Trick 17. Leider nicht. Dann muss ich jetzt mal eben schnell ins Dorf. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ach, hier bin ich. Dann werde ich jetzt mal eben schnell ins Dorf laufen und mir mal einen Kleiderschrank suchen. So, Aussehen ändern. Gerade war noch ein E dran und schon ist es wieder weg. Gilt das auch für meine... Ich weiß immer noch nicht, was zur Hölle Typ A und Typ B ist. Ach nee, das war Mann und Frau, ne? Genau, das war das. Hautton, Gesichtsform. Also da können wir anscheinend nur uns selber ändern. Dann ab zur Garderobe, die wir gerade nicht benutzen können. Hier. So, Oberteile. Da können wir... Oh, wir können das sogar einzeln einstellen. Gar nicht so schlecht. Also theoretisch könnte ich jetzt auch so rumlaufen. Oder jetzt hier unten rum. Na gut, das mit dem Gelb sieht ein bisschen komisch aus. Ich möchte es jetzt aber alles in einer Farbe haben. Aber ich muss zugeben, das mit dem Grün in Kombination ist auch gar nicht so schlecht. Also, jetzt haben wir das mal live miterlebt. Und ich habe das jetzt natürlich absichtlich mit aufgenommen, damit ihr, falls ihr vielleicht doch mal darüber nachdenkt, irgendwas zu kaufen. Ich kann euch nur raten, so werde ich persönlich das auch handhaben. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemals
mich doch mal von meiner inneren Stimme sozusagen oder von meinem Enthusiasmus oder wie auch immer dazu überreden lasse, mal was zu holen hier von der Optik her. Da muss es etwas sein, was mich wirklich, wirklich anspricht. Es ist nicht hundertprozentig, es ist nicht perfekt. Es sieht auch ein bisschen albern aus mit dem das eine Bein hoch, das andere Bein runter. Muss man jetzt auch dazu sagen, also ist das Gegenteil von cool halt, ne? Aber ich fand es halt alles insgesamt, es zeigt endlich mal ein bisschen Haut. Das war mir persönlich sehr wichtig, weil ich nicht die ganze Zeit hier total vermummt rumlaufen wollte. Und ganz wichtig auch, es ist nicht sowas. Ich meine, gut, das ist jetzt für einen Mann von der Optik her, aber oder solche Hosen. Ich finde die so schrecklich. Andererseits wollte ich auch nicht mit dem oder dem hier rumlaufen, weil das sieht so aus, als ob ich jetzt gerade zum Strand gehen möchte, wenn ich so eine Hose anhabe. Entsprechend habe ich mir halt sowas geholt und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Es ist natürlich nie hundertprozentig das, was man haben will. Es wäre viel schöner gewesen, wenn das schwarz gewesen wäre und kein Grau. Hätte auch besser gepasst von der Kombination her und so. Und ne, bekanntlich ist schwarz ja auch viel cooler als grau, wenn man es trägt. Aber, also sieht halt cooler aus. Aber ich finde es so in Ordnung und es wird definitiv das Einzige sein, was ich hier hole. Ich finde es auch ganz cool, dass wir jetzt einen Begleiter haben, was mir persönlich auch irgendwo ein bisschen wichtig war, was aber nicht der Anreiz war, weshalb ich mir was geholt habe, muss ich dazu sagen. Aber was natürlich ein positiver Nebeneffekt war, dass ich euch das Ganze jetzt auch mal zeigen konnte. Und was ich auch nicht gewusst habe, dass man das halt einzeln hier, oh, jetzt ist es schon weg, jetzt hat sich das irgendwo eingereiht hier unten, dass man das einzeln färben kann. Oder ich jetzt theoretisch auch sagen könnte, ich will jetzt das Oberteil dazu haben. Das sieht grottenhässlich aus zusammen. Also das Oberteil, naja, aber das sieht jetzt grottenhässlich aus und, achso, das ist jetzt ein einzelnes, scheiße, habe ich jetzt, doch, die Hose habe ich noch an, okay. Aber dass man es auch kombinieren kann, das ist natürlich wichtig zu wissen, bevor man irgendwas kaufen möchte. So wie das hier zum Beispiel, achso, nee, das kann man, das sind die Sachen, die man kaufen muss, okay. Nicht im Besitz, ja, ist okay, kann ich nachvollziehen. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich meine, klar, man ist natürlich immer zufriedener, wenn man kein Geld ausgegeben hat. Aber ich muss sagen, achso, ich muss es noch bestätigen. Ich bin damit jetzt ganz zufrieden. Es sind auch meine Farben. Das ist halt auch das, was ich jetzt persönlich sehr wichtig fand. Und ja, ihr müsst euch jetzt auf eine optisch neue Gameplayerin gefasst machen. Bei Palia. Ja, bitte? Kam gerade ein Alien durch den Kleiderschrank? Oder was war das jetzt hier gerade? Ach so, 9 Uhr abends. Aber warum haben dann die Lichter geflackert? Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Naja, ich werde nochmal versuchen, eine Runde die Leute nochmal zu bequatschen, ob wir vielleicht irgendwo einen Beziehungsstatus nochmal ändern können. Ich denke eher nicht, weil die alle so weit unten sind, dass ich nicht wirklich einen Beziehungsstatus ändern kann, wenn ich mit denen rede. Und werde nochmal gucken, dass ich ein bisschen was farmen kann von diesen Kristallsee, Lotus und so weiter. Und wenn ich das dann geschafft habe, vielleicht auch erst ein paar Tage später, dann hänge ich das auf jeden Fall jetzt direkt dran. Ach so, halt, nein, wir müssen noch eine Sache, oh, wir müssen noch eine Sache ganz schnell austesten. Wir haben ja jetzt ein Haustier. Gemeinschaft, Beziehungen, wo zur Hölle finde ich mein Haustier? Sammlung, ah, Moment, Haustiere, da, genau, nicht im Besitz, den hätte ich, kann man den angucken, kann man nicht angucken, den hätte ich gerne gehabt und den hätte ich sogar noch lieber gehabt, glaube ich, wegen den Augen, ja, aber den nehme ich natürlich auch gerne, der sieht irgendwie ganz niedlich aus, finde ich, wenn ich den jetzt hier einfach anklicke und dann rausgehe, oh, den habe ich hier dabei, hallo, hallo Süßer, Moment, ich habe doch eine Kamera, kann man die auch, kann man nicht, muss ich mich von Spiegel... Achso, der Spiegel... Achso! Hallöchen! Ich mach mal ein Bild von dir! Moment! Nicht mitlaufen! Ich will ein Bild von dir machen! Ja, das ist ein bisschen doof, weil man kann sich irgendwie nicht hinknien. Glaube ich. Und ich bin jetzt hier... Ich kann zwar auf das Tier raufzoomen, aber ich kann halt nicht aus mir rauszoomen, dass ich mit drauf bin. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben jetzt einen süßen Begleiter. Da bin ich ehrlich gesagt doch ziemlich fasziniert von. Kann man mit mir mit? Man sieht den gar nicht so, wenn man läuft. Ne? Man sieht den immer nur, wenn man stehen bleibt. Das ist schön, weil dann immer, der sagt dann immer mit mir bis zum nächsten Video und so.
Das ist schön. Was nicht so schön ist, ist natürlich, dass man ihn nicht sieht, wenn man am Laufen ist. Das ist ein bisschen schade. Also sollte, wenn das mal ein Entwickler von Palia sieht, er sollte gerne ein bisschen mehr ins Bild reinlaufen, sodass man auch mitbekommt, dass man seinen Begleiter halt eben dabei hat. Das wäre richtig cool. So, jetzt aber wirklich und endgültig. Ich gucke erstmal, was ich noch machen kann und noch finden kann und dann schneide ich euch direkt wieder rein. Da ist noch ein Begleiter. Nein! Ich schneide euch nicht wieder rein, da kommt eine Quest. Wieso hat der eine Quest für mich? Da kommt eine Quest. Hallo, Kinley. Ich wollte schon Kenji sagen. Oh Himmel, du hast mich gefunden. Ja, warum sollte ich dich nicht finden? Ich habe jetzt ein neues strahlendes Outfit mit einem super tollen, süßen Begleiter. Und ja, ich habe dich gefunden. Bist du gerade am Essen hinter deiner Mütze oder was machst du hier eigentlich gerade? Er versucht sich vor Esche zu verstecken. Ach so, ja, aber ich habe dich doch gefunden und nicht Esche. Also ist es doch eigentlich scheißegal. The Dunshee's Letter. Was für ein Dunshee's Brief? Sie hat wohl irgendeinen Brief gefunden. Ach so, das sind bestimmt diese Unterlagen, die wir ein paar Folgen vorher hatten. Ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen war das. Nein, nicht weglaufen. Da ging es um Delilah und dass die ja niemals von dem Hof irgendwie verscheucht werden können. Und, nee, dass die keine Steuern erhöhen können. Genau, das war das. Den Brief meint er wahrscheinlich jetzt. She's been very party planning. Wieso Party Planning? Moment. Oder rede ich jetzt doch von was anderem? She even found my napping spot. Kann man das nicht in einfachen Englisch schreiben mit Wörtern, die jeder kennt? In the record room. If you don't see her. If you don't see her, genau. Tell her that I am U. Okay. Stay preparing that. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf Hilfe. Okay. Kann ich hier sagen? Ich weiß nicht genau, was ich hier sagen soll, weil ich nichts verstanden habe, aber. Am Ende bekommt Escher noch mit, wie ich sie bloßstelle. Okay. Wieso hat der jetzt immer noch ein Ausrufezeichen drauf? Hallo? Kenny? Oh, good. It's just you. Was? Oh, Fiddle and Fudge Sticks. Was soll das denn heißen? Gameplayerin. Just the face I wanted to see. Ach, dann hat er doch eine Quest für mich. Wieso sagt er mir das denn nicht gleich? Esche ist auf, keine Ahnung. Ach so, Warpath. Wie nennt man das? Auf dem Kriegsfahrt. This upset is since my sister. Okay. Sounds like you need my help. Genau. Es hört sich so an, als ob er meine Hilfe braucht. Das ist richtig. Oh, that puppy of Hassian. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man Papi eigentlich übersetzt, aber er meint auf jeden Fall den Hund oder den Wolf. Wolfshund? Was war das? Ich weiß es nicht. Ich sag mal einfach Wolf. Has been digging holes in our garden. Der hat doch schon mal Löcher in den Garten gemacht, oder wie war das? Die sind überall. Aha. He even damaged some of our flowers. Ja, aber das hat er schon mal gesagt, dass der einige der Pflanzen beschädigt hat. Kriege ich jetzt meine alte Quest wieder, oder was? I would fix them myself, you see, but I'm misplaced in garden gloves. Ja, das. Er hat seine Gartenhandschuhe verloren. Ja, nee, ist klar. Das ist natürlich unzumutbar oder keine Ahnung, was da steht. Ja und weiter. I cannot garden without my gardening gloves. Ja, er braucht halt unbedingt seine Handschuhe, um da was zu machen im Garten. That would be like cooking without dairy clothes. Dairy clothes? Keine Ahnung. Ohne irgendwas Spezielles kann man nicht kochen. It's simply not done. Yes, that might work. Was sollte funktionieren? You, ja, es war so klar. You could fix the flower beds for me. Ja, super. Ich dachte, ich soll jetzt seine Handschuhe suchen, aber ich soll stattdessen jetzt die Beete machen da. Sag nichts weiter. Ich habe selber keine Handschuhe, genau. Sag nichts weiter. Ich werde mich sowieso überreden lassen. Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ja, ja, ja. You'll need to collect these materials. Achso, er gibt mir Materialien, das ist schon mal gut. Um die Beete zu reparieren.
Come tell me when you're all done. Okay. Well then, I've got a very important... Naea. Was ist Naea? Meeting that can't miss. Toodly-doo. Ja, ja. Hm? Ist klar. Ja, ja. Er hat ein unheimlich wichtiges Meeting jetzt. Mhm. Mit seinem Bett wahrscheinlich. Warum ist das eigentlich so... Achso, nee, wir haben Mitternacht. Ich wollte gerade sagen, warum ist das eigentlich so dunkel, wenn... Oh, ich dachte gerade, das wäre die... Achso, nee, warte mal. Das ist ja dahinter, ne? Wo sind denn die Beete, die repariert werden? Die sind auf jeden Fall nicht hier. Ich bin irgendwie falsch. Ich denke mal, hier müssen wir hin. Ach ja, ist das nicht schön, wenn man genau weiß, wo alles ist und dann falsch läuft? Ah, warte mal, was machst du denn jetzt hier? Ach so, du übernimmst ja den Job nachts für ihn, ne? Oder wie war das? Ich hoffe, dass ich irgendwann mal nachts die Bestie des Holunderwaldes sehe. Seit wann haben wir hier einen Holunderwald? Ich weiß, dass wir nicht im Holunderwald sind, aber auch Tiere haben Beine. Hä? Was wollt ihr jetzt damit sagen, Leute? Was wollen die Entwickler mir damit sagen? Ich weiß es nicht so genau. Ich bin so doof, ich muss mal eben... da laufe ich doch... Nee, da laufe ich nicht falsch. Ach, das ist doch hier. Ach, ich denke die ganze Zeit, das ist das von dem... Von dem Tempel da. Okay. Gut, dann bin ich hier richtig. Hoffe ich zumindest. Dass das die privaten Beete sind, von denen er gesprochen hat. Ich wollte jetzt die Folge eigentlich nicht so lange machen, aber... Oder muss ich erstmal Beete herstellen? Das kann natürlich auch sein. Ach so. Tau hat aus irgendeinem Grund die Blumenbeete des Baharis zerstört. Übrigens, wirklich toll. Und das meine ich im positiven Sinne. Dass es hier wenigstens auf Deutsch steht, damit man auch versteht, was eigentlich los ist. Und Kenley hat dich um Hilfe bei der Reparatur gebeten. Wir brauchen noch Keramik. Okay, und wir müssen mit Hassian über Tau sprechen. Haben wir das nicht schon mal versucht? Gut, dann schmeißen wir das einfach raus. Hauen das mit rein. Und dann, ja, da müssen wir die Beete jetzt nicht machen. Hast du nicht gerade im Beet versteckt oder was? Oh, das ist so süß, wenn der hinterherläuft. Finde ich nur doof, wenn man den halt nicht sieht. So wie jetzt die ganze Zeit. Komme ich jetzt hier überhaupt noch raus? Moment. Ich laufe irgendwie falsch. Ach je. Es wird eine sehr lange Folge, glaube ich, wenn ich hier wie blöde am Laufen bin. Kann ich hier die... Das mal... Ich kann es nicht mehr wegmachen, oder was? Nee, ich will den Wegpunkt wegmachen. Übrigens, das mit dem Bingo habe ich festgestellt. Das ist, wenn man einen Wegpunkt... Nein, ach, jetzt habe ich den noch gerade weggemacht. Wenn man einen Wegpunkt irgendwo hinsetzen will, dann taucht das schon mal auf. Esche, dein Mann hat mal wieder Scheiße gebaut. Weißt du, dieser Koch hält sich für schlauer, als er ist. Unter uns. Ich lasse ihn erst einmal mit seiner kleinen außerschulischen Beschäftigung davonkommen. In Wirklichkeit interessiere ich mich für Zeki. Stell dir nur all den Einfluss vor, den ich erringen könnte, wenn ich einen Grimalkin-Kartell das Handwerk legte. Also ich sag's mal so, unter den Bewohnern wird sie nicht besonders viel Einfluss haben, im Gegenteil. Hassian, du bist nicht zufällig hier, ne? Du bist wahrscheinlich irgendwo zu Hause und bist gerade am Pennen oder so, so wie ich dich kenne. Natürlich, es ist auch hier angezeigt, dass wir da hinten hin sollen. Wahrscheinlich, weil er eben drüben ist. Ich finde das cool, also diesen dicken, ja, es ist ein Pulli, ne? Oder es ist, nee, es ist eine Jacke. Diese dicke Jacke, muss ich sagen. Also, draußen waren es 2,5 Grad heute, um mal so anzufangen. Den ganzen Tag über, wohl bemerkt. Also, wir haben jetzt schon abends, es ist schon, ja, stockdunkel jetzt gerade. 5 Uhr abends und es ist stockdunkel, man sieht die Hand nicht vor Augen, wenn man kein Licht an hätte. Es ist grandios, ich liebe den Winter. In Klammern nicht. Ich weiß nicht, warum ich den Winter hasse, doch eigentlich weiß ich schon... Eben aus besagten Gründen. Es ist viel zu früh dunkel, es ist viel zu kalt und es kann sogar schneien. Was vielleicht ganz toll aussieht, das muss man ja auch zugeben, aber was halt richtig scheiße ist, wenn man Auto fahren muss oder so. Oder auch, wenn man zu Fuß geht, weil es ist hier spiegelglatt. Und mit Turnschuhen ist man sowieso gearscht. So, ich wette jetzt mit euch, natürlich ist er am Schlafen. Ich wollte gerade noch sagen, ich wette jetzt mit euch, dass er im Schlafen ist. Das heißt, ich werde jetzt mal zu Hassian nach Hause laufen und wie so ein Stalker da die ganze Nacht stehen bleiben.
und in dem Schlaf beobachten. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Nee, ich glaube, Hassian hat mal keinen Schlüssel. Oder? Was warst du? Ach so. Ich dachte gerade, was bist du denn für ein Viech? Ist das mein Begleiter, der mir gerade entgegenhoppelt? Aber erst das Ausrufezeichen und dann kam der Begleiter. Deswegen. Ich will immer Dornröschen sagen. Dorngänseblümchen. Oh, oh, oh. Okay. Ich muss mal eben im Chat angeben, wo ich bin. Ich sage jetzt einfach schon mal, wir sehen uns dann bei Hassian am nächsten Morgen wieder. So, Hassian ist wach. Wir haben 4 Uhr morgens. Junge, warum ist der Kerl denn hier wach? Jetzt muss ich mal eben die Axt wegtun. Hassian. Nein, Hassian will ich. So. Taust am liebsten in der Natur, genau wie ich. Ja, aber er hat den Garten mal wieder zerstört. Er hat ein paar Löcher gebuddelt. Das würde ich nicht zerstören nennen. Ja. Er wird jetzt auch nicht sagen, dass sein Partner Amok läuft. Ah, er gibt mir Keramik. Och, dann brauche ich ja gar nicht rüber zu gehen. Dies sollte helfen, das Ganze zu reparieren. Ja, wunderbar. Wunderbar. Okay, dann plaudern wir noch ein bisschen mit ihm. Das kennen wir alles schon. So, Tau, hatten wir dich heute schon mal? Ist ja jetzt wieder restartet, oder? Er ist sehr stolz auf sich. Really dann? Findet er auch, glaube ich. Ich weiß nicht. Bist du müde? Oh, er ist müde. Und im Hintergrund springen die Fischer. Sieht irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie wirklich cool aus. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier, nur mal so testweise, wahrscheinlich falle ich dann ins Wasser, oder? Weil ich bewege mich ja auch. Ich kann da nicht rauszoomen. Okay, ich bin gerade noch an der Grenze. Na gut. Dann würde ich sagen, wir reparieren noch schnell die Blumenbeete. Ich mache mir mal eben eine Markierung, dann geht's schneller. Und wir sehen uns dann gleich bei den Blumenbeeten wieder. So, dann sind wir jetzt wieder am Zielort. Und ich sehe schon, die Beete sind hier vorne. Das sind gar nicht die da hinten. Ah, okay. Einmal reparieren. Wie viele Beete sind das denn? 5 Stück. 3 auf der linken Seite. Ah ja, und hier sind noch 2 auf der rechten Seite. Perfekt. Dann können wir direkt zurück zu Kenli, der allerdings hinten im Garten ist, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mal schauen. Ja, da ist er. Sehr schön. Ich habe dir mal wieder aus der Patsche geholfen. Hallo, wieso ist das eh immer weg, wenn ich stehen bleibe? Meine Wählerschaft hat höchste Priorität für mich. Ich habe deinen Garten repariert. Und mich vor meiner Frau gerettet, sage ich mal. Er ist glücklich, dass Esche noch keine Notiz davon genommen hat. Er ist sicher, dass das Ganze sehr hungrig gemacht hat. Oh, er hat fast vergessen. Er hat sich notiert. Tau heading toward your plot? Hä? You better to make sure he's not aiming your garden next. Also ich soll aufpassen, dass er nicht meinen Garten als nächstes umbuddelt. Okay. Ja, ich sitze ziemlich in der Patsche. Galeri hat sich beschwert, dass die Schmiedin noch zu später Stunde Krach macht. Aber Sifo sagt, ihr Geschäft würde darunter leiden, wenn ich ihr verbiete, in den Abendstunden zu arbeiten. Was soll ich tun? Ich halte mich da raus, genau. Können sich die beiden nicht einfach vertragen? Leider nicht. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und jetzt drückst du sie mir auch noch aufs Auge. No one. Ja, ich halte mich da raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, da das Ganze jetzt schon ziemlich lange gedauert hat, auch das Rumlaufen und so weiter, also beziehungsweise wenn wir was gesucht haben und so, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Und ihr habt ja schon
vielleicht gesehen. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt mittlerweile 6 von den Kristallseelotussen. Und ich meine, ich hätte noch genügend Dornengänseblümchen auf Lager, dass ich das Ganze abgeben könnte. Und ja, ich werde mal schauen. Ich werde mal gucken. Vielleicht werde ich das noch hinterher schneiden, falls die Folge nicht ganz so lange geworden ist, wie ich denke. Aber ich meine, die ist doch recht lang geworden. Deswegen sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.